Hamburg Haus Bruch ist ein Stadtteil im Süden von Hamburg. Der Stadtteil besteht aus drei Ortsteilen, Altwiedental, Dubben und Neuwiedental. In diesem Film stelle ich euch den Stadtteil genauer vor. An der Neuwiedenthaler Straße, neben der Tankstelle, befindet sich das griechische Restaurant Taverna Achillion, auch genannt zum Dorfkrug. Daneben befindet sich die Bäckerei und Konditorei Hillard, die Fachschule von Mike Wilhöft sowie das Blumenstübchen Haus Bruch. Weiter die Neuwiedenthaler Straße entlang befindet sich das Wasserwerk. An der Waltershofer Straße hat die Feuer- und Rettungswache Süderelbe ihren Standort. An der nördlichen Grenze zum Naturpark Harburger Berge, direkt an der Hake, liegt das Restaurant Kärntner Hütte. Nun begeben wir uns in der Hausbrucher Bahnhofstraße zum alten Gebäude der Grundschule Hausbruch. Zur Schule sind früher alle gegangen, ganze Generationen von Hausbruchern. Sie haben Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt und das fürs ganze Leben. Der Ruf der Schule als empfehlenswerte Bildungsstätte war von Anbeginn gut. Er ist es bis heute geblieben. Die Schule zu Neuwiedenthal, heißt es von einem unbekannten Chronisten in Südtellin-Schrift geschrieben, ist am 1. November 1896 gegründet worden. Sie bezog ein Dachgeschoss in einem Haus, das heute nicht mehr steht. Im August musste schon eine Halbtagsschule eingerichtet werden, weil bei damals 50 Schülern der Raum nicht mehr ausreichte. Im Jahr 1901 platzte die Schule aus allen Nähten. Ein neues Schulhaus musste her, weil die Zahl der Schüler auf 89 gestiegen war. Der Mauermeister Pascha aus Eisendorf legte am 3. August den Grundstein. Die Zahl der Schüler in Hausbruch stieg rasch. 1910 waren es 143, 1912 schon 166 und ein Jahr später 180. 1985 hingegen waren es rund 500 Schüler. 1910 bis 1913 begann ein böses gemeindepolitisches Gerangel um einen Schülererweiterungsbau in Hausbruch. Die Neugrabener wollten, dass eine neue Schule auf Neugrabener Grund und Boden, und zwar zwischen beiden Ortschaften, gebaut werden soll. Die Hausbrucher stemmten sich mit Macht dagegen und setzten sich durch. Die Schule wurde erweitert. So kam die 4. Klasse und 1921 die 5. Klasse hinzu. Heute nutzt die Schule Hausbruch zusammen mit der Schule Nymphenweg, die hier ihre Zweigstelle hat, ein neues Schulgebäude. Am Ehesdorfer Heuweg befindet sich das Landhaus Jägerhof. Nicht weit davon entfernt, bei der Gaststätte Kleine Sennhütte, steht Habru, die größte Eule der Welt. Geschnitzt hat sie der Bildhauer Erich Gereff aus Hamburg-Hausbruch. Sie hat eine Höhe von 7 Metern und einen Durchmesser von 2,10 Metern. Sie wiegt 17 Tonnen.
Die Eule ist aus edlem Kosippo-Holz aus Kamerun geschnitzt. Die Arbeitszeit betrug 7 Monate. Neben der Eule leistet ihr ein geschnitzter Bär Gesellschaft. Nun geht es rauf zum Hamburgblick. Dort befindet sich das Restaurant und Berghotel Hamburgblick. Die höchsten Erhebungen von Hausbruch sind der Reiherberg, 79,2 Meter, der Bredenberg, 69,8 Meter, der Falkenberg, 64,8 Meter und der Wullensberg, 64,0 Meter. Wir starten am Heidefriedhof. Der Falkenbergsweg ist die Grenze zu Neugraben-Fischbek. Deswegen gehört der Heidefriedhof zu Hausbruch. Hier sehen wir nun die Kapelle vom Heidefriedhof. Jetzt besteigen wir den Bredenberg. Der Bredenberg ist 69,8 Meter hoch. Ich habe es auf den Bredenberg geschafft. Das Gipfelkreuz. In unmittelbarer Nähe vom Bredenberg befindet sich der Falkenberg. Der Falkenberg hat eine Höhe von 64,8 Metern. Seinen Namen muss er von den Falken haben, die ihn in grauer Vorzeit umkreisten, unser Falkenberg. Einst war er eine Art Ausflugsziel für Hausbrucher und Neugrabener, die in Gastwirtschaft Burg Störtebeker gerne etwas verzehrten. Der Falkenberg ist ein Überbleibsel aus der großen Eiszeit, die vor 600.000 Jahren der Zeitrechnung vor Christus unsere Gegend formte. Weite Teile der Erde waren mit gewaltigen Gletschern bedeckt. Sie schoben sich hierher und die norddeutsche Tiefebene erhielt ihre heutige Gestalt. Nun sind wir am S-Bahnhof in Neuwiedental. Bis zum 4. August 1984 gab es noch eine Haltestelle Hausbruch, ein schäbiges Provisorium. Die Namensgebung des neuen S-Bahnhofs war damals sehr umstritten. Da bemühten sich in letzter Minute der Ortsausschuss Süderelbe, unser Parlament, der Bürgerverein und der Sportverein HNT darum, der neu erstandenen S-Bahn-Station Neuwiedental den Traditionsnamen Hausbruch zu geben. Es war aber vergebliche Liebesmühe. Hätte unser neuer Bahnhof sprechen können? Ich glaube, er hätte dazu auch Nein gesagt. Denn hier ist nun mal der Ortsteil Neuwiedental.
Täglich steigen viele Leute hier aus dem Bus in die Bahn ein, die von Neugraben bis Altona oder von Stade und Buxtehude bis Pinneberg oder umgekehrt verkehren. Es fahren hier die Linien S3 und S31. Im Striepenweg befindet sich ein Ärztehaus, eine Volksbank, das Therapiezentrum Süderelbe, Schlachter Ernst, Bäcker, Aldi, eine HNO-Praxis sowie die Rerstieg-Galeria mit weiteren Geschäften. In der Rerstieg-Galeria ist ein Rewe, ein Bäcker, ein Damen- sowie ein Herren-Friseursalon Attila Style, eine Apotheke, Budni-Drogeriemarkt, Kek, die Post, ein Zeitschriftenladen, die Haspa, ein Dönerladen, das Stadtteilbüro, ein Handyladen, Gers, gutes Hören, Sanitätshaus Dierbach und ein Obstladen untergebracht. In der Grünanlage am Rerstieg befindet sich der Erlkönig. In der Straße Langestriepen steht die Thomaskirche. Sie trägt den Namen eines Ungläubigen und verbindet seit über 20 Jahren das Neue mit dem alten Neuwiedental. 1959 erhielt Haus Bruch ein eigenes Gotteshaus. Der Hausbrucher Architekt Willi Aldag hat es entworfen. Mit seinem hohen, schlanken Turm, in dem helle Glocken weit übers Land klingen, ist die Kirche eine Art Wahrzeichen für unseren Ort und Stadtteil geworden. Der Name der Kirche ist sinnvoll gewählt. Sie wird nach Thomas, dem Ungläubigen, benannt, der an Jesu Auferstehung zweifelt und dann noch glaubt. Eine Aufforderung an die Menschen unserer Zeit, trotz Skepsis, Zweifel und Glaubenslosigkeit, den Glauben zu wagen. 1979 kamen auf eigenen Wunsch die heimatlosen Bewohner Altenwerders zur Thomaskirche. Weiter die Straße Langestriepen entlang befindet sich der Neubau der Grundschule an der Hake. Die Grundschule an der Hake ist eine 4- bis 5-zügige Grundschule mit Vorschulklassen im Stadtteil Hamburg-Hausbruch. Die Schule hat 2 Standorte, Hainbuche, ehemals Langestriepen, und Kastanie, ehemals Hausbruch. Am Hardauring 34 befindet sich der Rewe-Supermarkt. Bei der Grünanlage am Rerstieg befindet sich ein Spielplatz, wo Kinder und Jugendliche gut spielen können oder sich mit Freunden verabreden können. Dort befindet sich auch eine Skateranlage und ein Haus der Jugend.
Diese Stelle am Reastieg symbolisiert die vier Jahreszeiten in der Natur und im Leben des Menschen. Otto Peters hat sie 1970 geschaffen. Ergänzt werden die Reliefs durch Laub, Blumen, Wildgänse und Kinder, die Drachen steigen lassen. So langsam neigt sich der Tag in Hausbruch dem Ende entgegen. In der Sonne lachten die Zugvögel aus Carrara Marmor an der Ecke Reastieg-Neuwiedenthaler Straße. Pierre Chauan hat 1977 diese 4,25 Meter hohe Riesenskulptur gemeißelt. Sie wiegt 15 Tonnen. Gegenüber liegt eine Wohnanlage für betreutes Wohnen der VHW. Nun verlassen wir Hausbruch, denn unsere kleine Reise durch den Stadtteil geht zu Ende.